Hallo und willkommen zurück hier auf der Oberlaron in Frankreich. Wir sind auf dem Weg zum Händler und möchten uns heute einen kleinen Ladewagen mieten, um das Stroh einzubringen. Ja, kaufen macht da wohl wenig Sinn, das wäre nur verschenktes Geld. Deswegen werden wir das einfach mieten. Ob sich das unterm Strich lohnt, das muss jeder dann für sich entscheiden. Aber ja, wir haben jetzt nicht allzu viel Stroh, vom Finanziellen her glaube ich nicht, dass das sich unbedingt lohnt. Aber ich würde es trotzdem gerne machen wollen und deswegen springen wir gleich mal in den Shop hier rein. Und wir können auch mal gucken, was hier so die exquisiten Angebote sind, aber da ist leider heute überhaupt nichts dabei. Davon tut mich überhaupt nichts bewegen. Gut, Ladewagen. Ladewagen ist hier. Wo haben wir? Bum, 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 bum. Einmal runtergescrollt. Da haben wir Ladewagen. Und der Kleine wird es ja eigentlich tun, ne? Was Billigeres haben wir nicht. Und von der Menge her sollte das eigentlich auch reichen. Natürlich ist so ein Shootmaker das absolute Nonplusultra für mich momentan, weil die einfach klasse aussehen und eine gute Arbeit leisten. Aber der Kleine hier von Pöttinger muss es einfach tun. Und ja, dann ist das so. Okay, na gut. Da kann man auch das Nummernschild ändern. Na gut. Mieten 1500. Ja, das ist wie gesagt unterm Strich, glaube ich, ein schlechter Deal, aber besser als wenn wir es kaufen und dann steht es die meiste Zeit im Jahr herum. Okay. Aber vielleicht können wir. Ich überlege gerade, wir haben nicht die Möglichkeit. Wir können vorne nichts anbringen, weil wir. Oh ja, wir haben doch das. Halt. Da kommt mir gerade eine Idee. So, wir werfen mal hier 3 Euro in die Parkuhr ein. Wunderbar. Und dann werde ich mal hier wechseln. Und dann werfen wir das Gewicht ab. Und da kommt mir nämlich so eine Idee, dass wir einfach mal hier bei den Schneidwerken nochmal schauen, ob wir da was Preiswertes haben. Hier haben wir 3,10 Meter, hier haben wir 2,40 Meter. Warum ist das 60 PS, 40 PS? Okay. Das muss ich mir aber, glaube ich, auch nicht erklären, oder? Hm, was haben wir hier noch? 3,10 Meter für 70? Nö. Ist das kompatibel? Ich denke, wir probieren das einfach mal aus. Und dann ist das so. Und dann nehmen wir das noch mit. Ja, dann dürfen wir unser Gewicht hier nicht vergessen, irgendwann mal wieder abzuholen. Spätestens, wenn wir die Gerätschaften zurückbringen. So. Wunderbar. Da haben wir 3,10 Meter. Das würde auch passen hinten mit dem Pickup. Und dann können wir nämlich an den Feldern die Grasnarbe herunterschneiden. Und dann können wir das in den Silage Bunker einfüllen, dann können wir Silage machen. Ganz nette Sache. Wie gesagt, wir müssen alles nutzen, alles was wir rankriegen und ich glaube, da lohnt sich dann doch die Investition in diese zwei Geräte. Ja. Für die erste Stunde sind das jetzt gut 2000 Euro. Da ist ja die Tagesgebühr dabei, da ist die Basis dabei, die einmalige Ausleihgebühr und natürlich der Stundensatz. Das könnte durchaus sein, dass wir dann bei den zukünftigen Sachen dann erheblich preiswerter, also bei den zukünftigen Stunden, die da anfallen, erheblich preiswerter um die Ecke kommen. Aber gut, schauen wir einfach mal. So, ich würde mit dem Stroh anfangen und würde das einfach erstmal hier ablegen. Ja, so machen wir das. So, einmal vorbei hier. Und dann können wir den schon mal anmachen, den Pickup. Ups, nicht auf das fremde Feld fahren. Und dann können wir auch senken. Jawohl. Und dann geht's los. Oh, was ist denn das für eine schöne Animation? Hammer. Also die ist ja echt gelungen. Das ist nämlich das, was ich die ganze Zeit immer vermisst hatte. Aber die ist ja wirklich richtig gut gelungen. Hammer. Sehr schön.
Ja, wir können auch mal schauen, was es eigentlich für das Stroh eigentlich an Geld gibt. Hier Stroh. Was gibt es denn dafür? 150 beim Viehmarkt. 150 für 1000. Da wären das jetzt schon... Ist nicht euer Ernst. 150 für 1000? Da wären wir jetzt schon bei 375, wenn ich das richtig sehe. Krass. Dann hat sich das Schneidwerk vorne ja schon mal gerade bezahlt gemacht. Wenn wir hier bis vorne 5000 haben, da sind wir bei 750. Dann haben wir die Hälfte vom Ladewagen schon rein. Also mieten kann durchaus Sinn machen, wie ihr seht. Ja, ihr müsst es nur für euch passend heraussuchen. Gut, das mit dem Gras, das hat man ja vorhin schon mal angesprochen. Aber ist natürlich trotzdem immer so eine Sache. Ne? Da sind wir hier jetzt schon bei 600, über 600 Euro. Inhalt. Also rein der Wert. Ne? Hammerhart. Aber wie gesagt, ich würde es mir erstmal aufheben. Ich kann mir auch vorstellen, dass im Winter das auch nochmal ein bisschen nach oben geht. Vielleicht auf 200, vielleicht sogar 250. Das ist es mir auf alle Fälle wert. Zumindest wenn wir das Gebäude hier sowieso haben. Dann ist das doch eigentlich ideal. Ne? Und da haben wir schon 8000 Liter. Hammerhart. Ja, ungefähr 16 passen rein. Oh, die ich ins fremde Feld wollen. Hallo. Na komm, fahr mal los hier. So. Okay. Ja, und es macht doch Sinn, jede zweite Spur zu nehmen. Dann kann man da einfach besser in einer S-Kurve immer fahren und das dann einsammeln. Sehr schön. Also da bin ich überrascht von dem Preis. Ich bin jetzt von 30 Euro ausgegangen. Aber in der Realität gibt es sogar Unternehmer, die haben sich spezialisiert auf Ballen an- und Verkauf. Ich habe da mal eine Reportage drüber gesehen, das war sehr interessant und ich habe nicht gedacht, dass in Stroh, Heu oder Gras Ballen, also der hat sich speziell auf Stroh, aber er hat eben auch Heu oder Grasballen gemacht, aber eben nicht so viel. Und alle möglichen Qualitäten, ne? Hat ein Bauer uralte Ballen im Hof hinten liegen, die wirklich vom Zustand her nicht der Brüller sind, dann hat er eben vielleicht plus 50 Euro für den Ballen bekommen und hat für 200 verkauft und normale Ballen vielleicht für 600 oder 800, also Wahnsinn, der hat LKWs, die fahren eigentlich nur den ganzen Tag durch Deutschland und sammeln dort auf und liefern dort ab. Echt heftig. War für mich sehr interessant, mal das zu sehen, dass es dafür auch einen Markt gibt. Na gut, wenn ihr hier im Spiel was kauft, ne, ballentechnisch, dann seid ihr ja auch froh, wenn ihr da einen habt, der euch da einen Ballen oder irgendwas vorbeibringt. Genauso seid ihr froh, wenn ihr was loswerden könnt, ganz klar. Ja, schön. Echt schick. So, wie sieht's aus? Alles frei? Sehr gut. Ja, wenn wir schon hier sind, dann würde ich sagen, wir machen gleich hier die Bahn. Da müssen wir nicht erst dahinter fahren. Aber diese Animation hier, die ist echt prickelnd. Die gefällt mir richtig gut. Hammerhart. Nee, kann man nicht meckern. Haben sie wirklich eine sehr gute Arbeit abgeliefert. Ja, es gibt natürlich auch schon wieder andere Stimmen, die meckern, weil irgendwas verbuggt ist oder... ja, und ich persönlich bin eigentlich auch ein Freund dafür, weil man zahlt ja doch nicht wenig Geld für so ein Spiel, dass sowas eigentlich rauskommt und dann in Ordnung ist. Aber manchmal steckt der Fehler im Detail und manchmal ist es schwierig, das zu beheben. Wir wissen von Giants, dass es am Anfang immer irgendwelche Probleme gibt, weil man es einfach auch mit 5, 6 Leuten, die das Spiel vielleicht antesten, nicht alles prüfen kann und nicht alles rausfinden. Deswegen ist die Community und der Käufer immer das Testobjekt. Das ist bei fast jedem Produkt so, auch bei Autos. Ja, lasst euch da nicht täuschen. Auch da sind die Autos nie perfekt, wenn sie frisch vom Band rollen, gerade ein neues Modell gestartet ist. Ihr, der Käufer von dem neuen Modell, seid der Tester.
Und dann wird es eben Stück für Stück immer verbessert. Ja. Ist aber bei fast allen Sachen so. Aber speziell in der Spieleindustrie ist es gang und gäbe. Und ja. Aber es gibt auch so viele Möglichkeiten, so viele Parameter, das kann man als Spieleentwickler vielleicht gar nicht machen. Da müsste man ein Programm drüber laufen lassen, was das dann erkennt. Aber sowas zu programmieren, eine Software, die eine Software überprüft, weiß nicht, ob das, also, ob das so überhaupt machbar wäre. Ich denke mal eher schwierig. Ja, wenn ich an den LS19 denke, wie der anfing, da weiß ich heute noch, wie ein YouTuber-Kollege mit dem Pferd ausritt, vom Pferd abstieg, weil er oben in der Krone gelandet ist und dann nicht mehr an sein Pferd kam. Ja, fand ich damals ein unmögliches Ding, dass sowas überhaupt möglich ist, aber das war eben der Anfang vom LS19. Na? Ich weiß nicht, ob es das damals dann von Anfang an schon gab. Auf alle Fälle gab es ja dann später die Funktion, wenn die Tiere länger als 15 Minuten außerhalb des Geheges rumstehen, ohne dass sie einer reitet oder so, werden sie automatisch zurück teleportiert. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hinfahren? Hier hin. So. So. Und da haben wir schon 32.200 Liter. Haben wir hart, denn ich denke, wir werden noch einen dritten Wagen vollkriegen. Da sind wir bei 50.000 Liter Stroh. Das heißt, wir haben 7.500 Euro eigentlich für Stroh. Würden wir bekommen. Das finde ich eine sehr nette Hausnummer. Aber wie gesagt, ich würde gerne auf den Winter warten. Vielleicht haben wir bis zum Winter auch schon eigene Tiere, ich weiß es nicht. Ich glaube es mal eher nicht. Aber man soll ja niemals nie sagen. Und jetzt haben wir wieder die schöne Animation, wie das hier reinsprudelt. Es ist echt, echt prickelnd. Gehe ich feste. Da gehe ich wirklich fest bei sowas. Sehr schön. Sehr schön. So, wenn wir das hier noch mitnehmen, jawohl. Ich hoffe, wir können das noch aufnehmen, dass es noch unser Gebiet ist. Aber das sollte ja unser Feld sein, das sollte nicht das Problem sein. Ja. Jawohl, wunderbar. Heben wir mal den Pickup an und senken ihn wieder. Sehr gut. Wie gesagt, ich bin ja nicht so kleinlich, sage ich mal, aber ich möchte eigentlich schon, also bei der Summe möchte ich hier schon alles vom Feld mit runternehmen. Das ist wirklich kein schlechter Preis. Da kann man überhaupt nicht meckern. Ja. Sehr schön. Wie gesagt, als nächstes steht eigentlich an, dass wir uns mal um den Grasschnitt, um die Felder kümmern. Da können wir, wie gesagt, Silage machen. Und dann wird es wahrscheinlich schon ein bisschen eng werden, dass wir da einfach mal, ich sag mal, Feldarbeit machen, also sprich Lohnunternehmen Sachen, weil unsere Felder dann doch durchaus ein bisschen Luft haben. Ich nehme erstmal das hier mit. So. Sehr schön. Ja, ihr könnt ja auch bei den verschiedenen Traktoren dann in den verschiedenen Schaltmodusen wählen, Automatik oder Schaltung oder halbmanuelle Schaltung irgendwie. Hat einfach den Effekt, ihr fahrt trotzdem eine Automatik, aber die Animation ist dann anders. Ne? Ihr habt dann den Fahrer, der dann da vorne schaltet und das, ja, so wie hier jetzt gerade. Ja. Das ist von Traktor zu Traktor unterschiedlich. Bei manchen könnt ihr da wählen und bei manchen könnt ihr dann nicht wählen. Die gibt es halt nur mit Schaltgetriebe. Und ja, dann habt ihr natürlich, wenn ihr rückwärts fahrt, kommt es dann auch mal dazu, dass er erst den Rückwärtsgang einlegen muss. Ja. Jetzt hat er nichts gemacht. Okay. Keine Animation dazu, aber im Normalfall wäre das so, wie ihr gesehen habt. Ne? Okay.
Ja, ich habe den Pickup etwas zu früh runtergenommen, deswegen hat er hier gemeckert, aber wir wollen da nicht vielleicht zu kleinlich sein. Ansonsten macht der Pöttinger hier einen super Job. Ich weiß gar nicht, was kommt er? 30.000, 30.500? Heftig. Ich glaube, im vorhergehenden LS war der noch für 20 oder so zu haben. Wow. Also auch die Preise haben sich zum Teil geändert. Ich weiß nicht, ob in der Realität die Fahrzeuge jetzt, ach wir sind voll, auch teurer geworden sind aufgrund von Corona oder irgendwas. Ich meine, eine Preissteigerung ist ja immer, ne? Weil die Fahrzeuge natürlich jedes Jahr im Preis steigen, ist ganz klar. Also ich zum Beispiel finde ja, durch das ganze Corona ist ja auch die Lebenshaltung ist extrem gestiegen, finde ich. Also ich würde mal sagen 30-40% zum Teil. Das tut man mit dem Lohnerhöhung, die man hat, gar nicht auffangen. Und mit meiner Lohnerhöhung hier in 2021 sowieso schon mal gar nicht. Also ich weiß nicht, was die machen. Also das sind keine Tarifverträge. Aber okay, was willst du machen? Einfluss kannst du sowieso keinen nehmen. Da heißt es immer, musst du in der Gewerkschaft sein, dann kannst du da was machen. Ja, genau. Nee. Klar. Die Gewerkschaft vertritt meine Interessen. Also Märchenstunde mal anders. Ja. Jeder weiß, dass Gewerkschafter mit dem Bossen koalieren und das auf eine Art, die es nicht sein sollte. Das ist wie wenn ein Politiker Gesundheitsminister ist und entweder er oder der Lebensgefährte Gefährtin Eigentümer einer Pharmafirma ist. Das ist einfach, ja, sowas geht eigentlich gar nicht. Ja. Ja, was soll ich sagen? Sowas dürfte es nicht geben. Weil da gibt es Interessenskonflikte. Ich meine, jeder hat ja damals gehört, was unser Gesundheitsminister verzapft hat. Und dann denke ich mir, ja, aber gut. Wer hat da oben keinen Dreck am Stecken? Wenn ich die Möglichkeit hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde es wahrscheinlich auch nicht anders machen. Denn es passiert ja erstens nichts. Und wenn was passiert, ja, du und ihre Rente, ihre Diäten behalten sie trotzdem. Das ist ja das Kuriose. Die müssen ja nicht in Haftung genommen werden. Ja. Das ist wie mit Firmenbossen, die werden ja auch nicht in Haftung genommen. Die Firmen versichern das, die versichern diese Fehlentscheidung. Dafür zahlen die großen Firmen Millionenbeträge an Versicherungen. Und stellen wir uns mal vor, 50 Firmen zahlen in den Topf jeweils nur, sagen wir mal, nur mal 5 Millionen ein. Sind das 250 Millionen. Das mag jetzt nicht so der große Brüller sein, wenn man bedenkt, dass es vielleicht manchmal Milliardenschaden irgendwo entsteht. Aber wie gesagt, das ist ja auch ein relativ mittlerer Wert. Und es gibt, glaube ich, auch nicht so viele Firmen, die sowas rückversichern. Ja. Ich weiß nicht, da gibt es vielleicht 5, 6 Rückversicherer, große Rückversicherer, die vielleicht auf sowas spezialisiert sind. Und naja, wenn wirklich mal was ist, dann haben die sich auch wieder irgendwo versichert. Also das ist dann auch wieder so eine hintenrum Geschichte. Naja, wie hin, wie her. Irgendeiner wird es zahlen und am Ende stellt man fest, dass es dann wieder der kleine Mann ist. Ja. Aber gut, so ist es halt. Okay, ich würde einfach mal anfangen und zwar würde ich jetzt, ich lasse mal hinten das an. Ich würde es auch anschalten. Aber wir müssen es noch ausklappen. Ja, das ist natürlich wichtig, klar. So, haben wir gemacht. Dann können wir es jetzt auch anschalten. Und wir gehen nochmal nach hinten. Dann können wir das senken und dann werden wir das auch gleich aufnehmen, was wir hier schneiden. Ich weiß nicht, ich glaube, hier nimmt er nichts, ne? Das ist einfach nur, dass es vielleicht mal schön aussieht. Gut, dann ist das so. Aber dann machen wir es eben einfach nur, dass es schöner sieht. Und dann ist das auch was. Ja, warum hier die Mittelflächen nicht abfarmbar sind, weiß ich nicht, aber es ist eben so. Aber vielleicht ist es auch nicht ganz so schlimm. Ich denke, wir werden das überleben, hier mal keinen Ertrag zu haben. Ups, das war ein bisschen knapp.
Aber auf alle Fälle sieht es nicht schlecht aus, wenn das so abgegrast ist. Gefällt mir doch ganz gut. Ja, wir haben ja natürlich den Pickup hinten mitlaufen, aber ich will den jetzt auch nicht ausschalten. Vielleicht haben wir mal eine Grasschicht, die wir mitnehmen können hier vom Feld hier drüben. Dann wäre das halt so. Ja, so wie jetzt zum Beispiel. Sehr schön. Das Schöne ist auch, wenn wir rückwärts fahren, macht es auch das Gras weg. Und das gefällt mir auch sehr gut. So, ich werde das jetzt auch mal nicht anheben hier. Wir machen mal das noch. Dann sieht es einheitlich schön aus. So, einmal zurück. Ja, das stockt halt so, weil der eben hier schaltet, ne? Da muss er erst in den Rückwärtsgang schalten, bevor wir hier zu Potte kommen. Ja, hier kann man dann kleine Gebäude draufsetzen, wie zum Beispiel Bienenzucht. Na, das werden wir uns auf alle Fälle noch hinstellen, dass unser Ertrag da auf jeden Fall besser wird. Und dann sehen wir weiter. So, nochmal zurück hier. So, komm. Sehr gut. So. Okay, so sieht das doch ordentlich gepflegt aus. So gefällt das. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir fahren einfach mal hier schön runter. Kriegt er das über die ganze Fläche? Nee, kriegt er nicht. Ist aber kein Problem. Und dann wird wieder schön das Gras da hinten schön rein animiert. Also es gefällt mir wirklich sehr gut. So, wunderbar. So, einmal senken und am Feld entlang. Ja, ich denke, hier werden auch ein, zwei Ladungen werden hier bestimmt rumkommen. Dann haben wir vielleicht so 20.000, 30.000 Liter im Silagebunker. Das kann durchaus eine nette Geschichte sein. Vielleicht ist es auch bloß ein Wagen, dann werden wir es sehen. Auch kein Problem. So, müssen wir ein bisschen rangieren, das ist halt so. Ja, da müssen wir eben zweimal rumfahren. Auch kein Problem.
Sind natürlich nur Kleinigkeiten, die jetzt hier reinkommen. Wenn überhaupt was reinkommt. Nee, da passiert nichts. Aber wir machen das trotzdem weg hier. Dann ist es so. Dann kommt hier eben nichts rum auf den paar Metern. Auch kein Problem. Es wären vielleicht sowieso bloß 100 Liter, wenn überhaupt. Aber wie gesagt, ich bin begeistert von diesem Musiktracks hier auf dieser Spur. Na, wenn das interessiert. Ich habe hier das E-Werk FM drin. Ne? Polymorph von David O'Brien. Sehr schön. So, ich hoffe, wir bleiben jetzt an den Bäumen hier nicht hängen. Das sieht gut aus. Haben wir denn hier Äste, die uns gefährlich werden können? Ich gehe mal in die Ansicht, dann sehen wir das vielleicht besser. Oder sind die Bäume so gestaltet, dass wir nicht hängen bleiben? Oh wow, das ist ja genial gemacht. Sehr schön. Also gefällt mir immer besser. Gefällt mir wirklich immer besser. Denn das ist ja manchmal ein bisschen nervig, dass man dann an den Ästen hängen bleibt. Sehr schön. Ja, übrigens mein Mantel, falls ihr das noch nicht gesehen habt, ne, typisch französischer Hut. Ne, also der sitzt hier im feinsten Zwirn drin. Ne? Ja, den habe ich mal hier zum französischen Edelmann ummodifiziert. Naja, was soll's. Okay, dann wird es wahrscheinlich bloß eine Ladung werden, aber 16.000 Liter sind 16.000 Liter. Und wenn wir Glück haben, können wir vielleicht im Oktober nochmal eine Gras Tour machen, dann hätten wir auf alle Fälle mehr drin. Ich weiß es nicht, wie lange das zum Selieren braucht, aber ich gehe mal davon aus. Achso, ich könnte es mal anheben. Vielleicht 6 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen. Also 1,5, 2 Monate. Das wäre durchaus reell und machbar. Ja, ist halt ein entspanntes, chilliges Arbeiten hier. Und ich hoffe, dass das euch so zusagt. Schaltet hier aber auch wie ein Wani, ne? Oh, sehr schön. Halt, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. So.
Wenn wir schon hier sind, können wir gleich mal hier durchfahren. Und gucken wir mal, ob wir hier was kriegen. Ne, hier kriegt man nichts, aber wir können das ja mal machen. Dann sieht das hier hinten schön aus. Oh, wir haben es umgefahren. Wow. Wir haben es kaum berührt, ne? Hammerhart. So, fahren wir nochmal zurück hier. Ja, jetzt sind wir natürlich einen schönen Bogen gefahren. Aber es hat gerade gepasst, um das mal zu testen, ob da drüben auch nichts geht mit dem Gras. Aber es ist auch interessant zu wissen, dass es eben auch hier Gras gibt, was man nicht, oder wo man nichts davon hat. Ja, das kann man dann mal an diversen Orten platzieren als Motor, wo es vielleicht ja gebraucht wird, sagen wir so. Sehr schön. So, ich fahre nochmal hier lang. Und da gibt es leider auch nichts. Okay. Auch ein Schild. Das hat uns nichts getan. Ja, auf der anderen Seite ist das natürlich schade, dass es hier keinen Ertrag gibt, ne? Wenn man das so sieht. Aber das soll es erstmal für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es wieder heißt, oh, Belleron hier auf Spielhaus, und ich würde mich natürlich freuen, wenn es euch gefallen hat, das mir mit einem Däumchen zu zeigen oder einem Abo, Kommentar oder alles dreis. Aber Däumchen sind eigentlich ziemlich wichtig. Geschaute Zeit ist wichtig, Abos sind wichtig, alles ist wichtig. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr da das drückt. Es kostet euch nichts, mir bringt es eine ganze Menge, und ich sag schon mal danke fürs Zuschauen und auf bald. Macht's gut. Ciao, ciao.